Somit ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Draft-Show-Abend bei VNate Esports auf dem Channel. Mein Name ist Deadshot und ich begleite euch durch den Abend, durch die Draft sozusagen der Teams, der Gruppen, der Gruppe A und der Gruppe B, des D4 Cups. Somit können wir einmal rüberspringen in unsere wunderschöne Grafik zum VNate Cup. Und zwar werden wir vier Gruppen haben, Gruppe A und Gruppe B mit jeweils vier Teams. Ja, die besten beiden Teams aus den Gruppen kommen weiter. Wie kann man das feststellen? Mit einem Double Round Robin. Double Round Robin heißt für uns, jedes Team spielt gegen der andere Team, der drei Teams zweimal. Na, Hin- und Rückrunde sozusagen. Wenn es einen Gleichstand geben sollte, zwischen Platz 1 und Platz 2, wird das Ganze zuerst einmal mit dem direkten Vergleich gelöst. Das heißt, das Team, was theoretisch 2-0 gegen das andere gewonnen hat, würde weiterkommen. Weiterführend darauf wäre es ein 1-1, müsste man auf die Zeit gucken, das heißt, welches Team schneller gewonnen hat. Sollte es, und jetzt kommen wir zu dem etwas spannenderen Fall, zwischen Team 2 und Team 3, also dem Platzierten, ein Tiebreaker geben müssen, würde man auch hier natürlich vom direkten Vergleich direkt aber in ein Tiebreaker-Match gehen und da eben das Ganze noch im Cast weiterführend machen. Das heißt, wir müssen da mal kurz gucken, machen eine kurze Pause und springen dann sozusagen in den Tiebreaker-Game sogar rein. Und genau, wenn dann unsere Gruppen Ersten und Zweiten feststellen, wird das Ganze einmal durchgemischt. Erster der Gruppe A spielt gegen Zweiten der Gruppe B und der Zweite der Gruppe A gegen den Ersten der Gruppe B. Das Ganze in einem Best of Three und das natürlich alles gecastet und hintereinander. Das heißt, ihr werdet diese theoretischen 6 Games alle live hier auf dem Channel sehen können. Zusammen mit dem guten Buddy werde ich das Ganze machen und natürlich auch das Finale im Best of Three. Das heißt, gestern könnten Sonntag, könnten uns 9 Games erwarten. Das ist grandios viel. Auch hier der Start um 15 Uhr. Also da braucht ihr auf jeden Fall gut was zu trinken, was zu essen. Bereitet euch darauf vor. Und ja, ansonsten sollte es alles klar sein. Dementsprechend, meine Damen und Herren. Ja, wie lesen wir die Gruppen fest? Wir haben sie natürlich nicht random eingeordnet. Nein. Es wäre zu einfach. Nein. Wir haben kein random System eingeführt. Wir haben das auch nicht nach unserem freien Willen gemacht. Nee. Ich bin nämlich gar nicht so alleine. Ich habe Vitox schon angekündigt. Und wir werden ihn jetzt auch das erste Mal gleich sehen, denn wir machen das Ganze mit einer Live-Losziehung. Ich habe schon angekündigt, es wird kein Feenkostüm geben, aber wir schalten dann erstmal und das erste Mal live zu Vitox rüber, ja, der hier bereitsteht. Unsere Los für das heutige Abend. Ihr werdet ihn nicht hören, aber ihr dürft ihn sehen. Und jetzt können wir, genau, die Glücksfee Vitox. Ja, die Glücksfee Vitox. Und die Glücksfee Vitox, die darf uns auch, komm, wir schnacken nicht lange rum. Die Glücksfee Vitox darf uns den ersten Kandidaten der Gruppe A ziehen. Wer wird es werden? Er schaut sogar nicht mal mehr hin, der gute Mann. Wer wird es? Er wird es uns gleich in die Kamera halten. Welches Team übernimmt den Seed 1? Beziehungsweise den ersten Seed in der Gruppe. Es wird Maniac White Dawn. Der lang ersehnte Wiederaufstieg von The 5 auf The 4 wurde jetzt endlich erreicht. Und es gibt einen kleinen Plot-Twist, denn der Midlaner von Maniac White Dawn ist ein Ex-SLR-Member, also von einem anderen Team, was heute teilnimmt. Ich bringe einmal die andere Grafik rüber, wo unsere letzten 7 Teams stehen. VNate ist dabei. Hätte man nicht erwarten können. Aber VNate wird begleitet durch Solaris Dessau, durch Aaron Raw Academy, durch die Ace Gaming Diamonds, Artemis Esports und die Ghost Stallion Natives, sowie Permitter Esports. Aber zu den Teams kommen wir dann gleich noch. Wir sehen unsere Losfee wieder. Die Losfee hat uns Maniac White Dawn für Gruppe A gegeben. Jetzt natürlich die große Preisfrage. Welches Team kommt in die Gruppe B als erstes hinein? Welches Team wird morgen in der Gruppenphase dastehen? Ja, was wird es sein? Wird es Diamond sein? Wird es das Raw Academy Team sein? Oh, es wird spannend. Der Trommelwirbel kommt rein und es ist PSV Solaris Dessau. Hier auch einmal dazu natürlich kurze Informationen. Das Team und alle 5 Spieler davon spielen erst seit einem Split bei dem Team. Diesen letzten Split. Season plus Playoffs. 20-0 durchmarschiert. Gib uns das los. Gib uns das los, welches Team hier Gruppe A mit Maniac White Dawn noch erweitern wird. Wir haben ein O von Vitox sozusagen. Und es ist, ja, GSN. Bis auf den Midlaner spielen alle Spieler seit 3... Finger müsste man zeigen können. Mathemann kann ich. Seit 3 Splits bei dem Team. Midlaner ist noch hinzugekommen. Wer als nächstes gedraftet wird, das sehen wir jedoch gleich. Der gute Vitox steht bereit. Na, guck mal, wie viel Spaß der Junge hat. Auch mal nicht vor der Kamera reden zu müssen, sondern einfach nur zuzuhören, wie jemand anders seine Arbeit macht. Hier zieht er jetzt unseren 4. Teilnehmer, den 2. in der Gruppe B. Und es wird, wieder ein sehr, sehr, sehr gespannter Blick.
Ace Gaming Diamonds. Und die Diamonds habe ich letzten Split zum Teil natürlich auch mitverfolgen, auch casten dürfen. Der Coach Bini hat sie letzten Split von der Div 5 in die Div 4 mitgetragen. Das Team Top 2 Mid, also Top Jungle Midlane, spielt seit dem letzten Split bei Ace. Und die Botlane, die komplette, hat sich für diesen Split nur eingesetzt. Das heißt, hier ist noch eine kleine erste Testphase, auch für die Diamonds hier. Mein Lieber, gib uns das fünfte Team, das dritte in der Gruppe an. Wir ziehen jetzt hier so ein bisschen Tempo an. Ihr fängt schon auf, ich mache das so ein bisschen zu schnell vielleicht. Die Draft jetzt geht schneller rum, als wir dachten. Aber ich meine, Vitox will man ja auch einfach sehen. Ja, und der dritte Member in dieser Gruppe A. Atoms, der Co-Owner, ist der Ex-Social-Media-Manager von Vnate. Malen sich da Intrigen an? Wird die Gruppe vielleicht noch von Vnate verändert? Wer weiß, gibt es da irgendwelche zusammenführenden Dinge? Wir haben noch drei Zettel. Vitox, welches Team wird die Gruppe B als dritten Slot führen? Ja, ich kann leider keinen Trommelwirbel, ich kann nur anzeigen. Trommelwirbel, ja, wir machen es spannend, Es wird die ERN Raw Academy. Raw, nur für euch, das Academy-Team war letzten Split punktgleich mit Vnate. Beide Teams sind die Playoffs verpasst. Haben letzten Split relativ wenig gescrimpt. Vitox, die Frage ist jetzt, willst du dein Team in Gruppe A oder Gruppe B ziehen? Beziehungsweise, wo ziehst du per Mitte hin? Tja, das ist natürlich jetzt hier die große Frage. Die Frage ist, vielleicht dein Zettel markiert? Wer weiß es nicht? Naja, wir wissen es alle nicht. Auf Twitter wurde mir jetzt zumindest einiges als Angebot gemacht. Vielleicht habe ich es gecastercursed. Vielleicht kommt Vnate in Gruppe A, vielleicht kommen sie in Gruppe B. Oder es wird jetzt per Mitte für Team Gruppe A gedraftet. Da sehen wir gleich. 3, 2, ah, so schnell ist er dann doch nicht. Schade. Oh. Er freut sich. Das heißt, wahrscheinlich sind sie in Gruppe A gelandet. Nein, sie sind in Gruppe B gelandet. Oh, das ist ein Pause-Tables-Turn. Per Meta eSports. Also in Gruppe A. Auch hier natürlich ein paar Worte zu dem Team. Wir lassen Vitex auch ein bisschen Hintergrund freuen über diese Banger-Gruppe B. Gruppe A wird aber jetzt ausgefüllt durch Per Meta, dass wir das einmal kurz im Hintergrund machen können. Ist seit Winter 22 dabei in der Prime League. Einen sehr erfolgreichen letzten Split. Ein Team bleibt ja noch übrig für die Gruppe B. Währenddessen wird hier die Grafik noch einmal vollständig für mich. Na, das heißt, wir können gleich noch mal alle Gruppen anschauen. Welches Team wohl jetzt in Gruppe B kommt, das wissen wir ja gar nicht. Oh. Es ist ein neues? Es ist nicht SGD! Es ist VAT! Es ist Vnate Esports! Ja? Beide Teams jetzt ready. Bisschen über beide Gruppen. Ja? Gruppe A, Maniac Wild Dawn. Die Ghost Alien Natives. Artemis Esports und Permitter Esports. In der Gruppe B. Da folgen Solaris Dessa, die Ace Gaming Diamonds, die ERN Raw Academy und Vnate Esports. Na, cool ist vielleicht zu Vnate. Ja, das ist natürlich hier nicht nur der Heimatplatz dieses Turniers, sondern auch das, wo wir hier doch drüber reden können. Ja, letztes Split, wie gesagt, knapp die Playoffs verpasst zusammen mit Raw Academy. Ja, sind auch 1-1 gegangen. Das heißt, hier diese Gruppenphase wird nochmal ein bisschen spannender werden für Vnate. Lustigerweise, sie hatten diese Todesgruppe letzten Split und sie haben jetzt auch wieder, meiner Meinung nach, hier die Todesgruppe erreicht mit den Diamonds, mit Raw und auch mit SLR. So. Und damit ein herzliches Willkommen hier beim Vnate Div 4 Cup. Mein Name ist Buddy und an meiner Seite der Herzallerliebste, der wunderbare Deadshot. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Und wir haben zwei sehr, sehr lange, sehr, sehr spannende Tage vor uns, kann ich dir nur sagen. Bei Diamonds gegen Vnate. Ja. Und das verspricht für ein Auftaktspiel, da könnte es ein bisschen krachen. Wie geht ihr in die Draft rein? Vnate Esports auf der linken Seite, auf der Blue Side und Ace Gaming hier auf der Red Side. Wir haben beide Teamkumpels stehen. Wir haben Meta. Und ja, kann es schöner nicht sein, als mit Orn Hekarim, der wahrscheinlich einer der stärksten und Kombinationen, die man auffragen kann, hier reinzuhauen. Zusammen das kombiniert. Also, Vnate schreit hier so nach Teamfighting. Also, wenn Vnate hier nicht nach Teamfight schreit, weiß ich nicht. Wenn wir dann kurz den Blick von Vnate einmal rüberwerfen, einmal kurz zu Ace Gaming, sehen wir diesen Udyr. Ich habe so ganz kurz schon im Check gelesen. Udyr ein Champion? Irgendwie Ace Gaming mag Udyr. Also, ja, ich höre Udyr, ich denke Dishonored. Und Dishonored denkt sich Udyr. Was und ich gesehen habe, ist, dass sich Ace Gaming verändert hat. Boah. Ja, ist auch noch nicht zusammengeschrieben, also immer noch falsch. Aber hat sie eh viel. Die Kamerafahrt beginnt und das heißt, wir springen rein ins erste Game des Div 4 Vnate Cups zwischen den Ace Gaming Diamonds und Vnate Esports. Und Level 6 allgemein Power Spike, der hier langsam zumindest bei den Solo-Lanern ein
reinkommt, bot den Old Ronin und Chimerin müssen ein bisschen aufpassen. Crimson, David und Vorbeischauen entscheidet sich dafür, ganz kurz Old Ronin down zu bekommen und damit das Faustblatt für Vitox. Der sagt sich hier so, nö, ich möchte das hier gar nicht. Der ist nämlich hier dabei, erstmal den Jungle von Tore hier anzugehen und bekommt ihn hier auch relativ for free und das ist genau das Stärke. Oh, aber Pranix wird angebatscht. Tylo bekommt hier den Kill, aber Crimson so wie Ice, beide mit Zugi Rome. Tylo merkt, okay, guys, this is over und gibt hier sein Leben, dadurch überlebt sein eigener Support. Letzteres ist 1-1-Trade, aber trotz alledem hat man hier diesen Kill auf der Mitte bekommen. Und ich sag's dir mal so, wie es ist. Jetzt hat er seine Schuhe auch bekommen. Na, die Magical Foot ist wieder. Chimerin wird hier angehen, hat den Verlust noch zur Verfügung. Auf Splash ist ganz auch wirklich sehr, sehr schön. Aber keine Chance, hier irgendwie überleben zu können. Meanwhile wird Top 10 ebenfalls gefightet. 2 gegen 1. Ice hier ganz alleine. Ice, oh, ne, eine Chance. Wird hier nochmal gesmited und Tore Schmore schnappt sich hier den Kill. Dadurch ein 1-1-Trade, wenn man über die ganze Map schaut. Ja, aber man muss sagen, den Kill für den Udi zu traden gegen den Kill auf die Bot-Seite hier für Vinate, dem war auch noch einen Kill zu geben. Ob das Ganze jetzt worth it? Ja, naja, es ist zumindest ein Crossbow, was sie eingehen mussten. Mittlerweile wird jetzt gefoltert, ganz feuchtfröhlich. Aber für Tylo! Gönnt sich hier diesen Kill! Wir hatten den Turm bekommen, das Kill bekommt zumindest etwas. Der Udi ist gar nicht mal so schlecht in Game dabei, aber Vinate, oh, ihr armen Botlaner. Ja, Chimerin und Roni probieren das Ganze irgendwie zu weiter. Damage ist gar nicht mal so schlecht. Und Vitox, der geht hier down. Das Shutdown an Chimerin. Crimson jetzt im 1 gegen 2. Aber dieser Hackerim, den kriegst du einfach nicht down. Bereits der Double-Kill gefallen. Und Klimpermann, bei dem klimpert's ganz schön. Weil Crimson einfach viel zu viel Schaden hat. Er kommt hier super knapp nochmal raus. Aber trotz alledem, aus diesem 2 gegen 3, tört man das. Die 4 Platings sind dann doch das ausschlaggebende am Varus. Und das ist ein Teil, der angegangen wird. Ja, das ist ein Teil, der angegangen wird. Aber hat die Schilde von Karma mit dabei? Old Ronin hilft da Tylo. Flash nach vorne. Ein Teil über dem Kingslayer hat das weitere nötige Healing. Und im 2 gegen 2 nimmt er sich auch hier den Kill. Und jetzt scheint es hier Botlane so ein bisschen an Klimpermann ranzugehen. Und das ist ein 1 gegen 2, mein Junge. Er hat Flash, er zieht den Flash aber nicht, weil es könnte schwierig werden. Allerdings sehr, sehr schöne E. Man will ihn diven, aber einen Shen zu diven kann sehr, 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 sehr schwierig sein. Ice Tank zu. Und Klimpermann im 1 gegen 2. Der Turm ist gefallen und damit Ace gerade mit einer sehr, 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 sehr aggressiven Performance nach vorne. Apropos aggressiv, Stand United, save Tylo, aber save Tylo nicht lang genug. Ace und Ticken zu weit nach vorne. Crimson, Chimerin probiert hier irgendwie zu fighten. Währenddessen Crimson hier der Backline hält Tore Schmore so wie Old Running irgendwie auf. Man rennt, man will hier einfach nur noch raus. Das war dieses eine kleine Stückchen zu viel. Das ist, was man mit Game nennt. Was man mitgeben nennt, ist jetzt schon wieder sehr, sehr gruselig. Aber jetzt hier erstmal Tore Schmore nochmal gegen Crimson. Das heißt hier, man nimmt sich hier aber auch wirklich nichts. Also nee, und Old Ronin muss hier wirklich, wirklich aufpassen. Aber Tore Schmore, der muss hier respektieren, dass da noch ein ADC ist. Aber was für respektieren, der nimmt sich diesen Shutdown. Hier kommt der TP aus sich Minage hier noch mit einem kleinen Vorsprung. Aber der Drake, der könnte jetzt zu einem interessanten Teamfight kommen. Ja, es ist ein Cloud Drake, bedeutet, es ist eine Cloud Soul. Nichts, wofür man ein ganzes Game flippen müsste. Tylo entscheidet sich hier einmal kurz in Call of the Forge God von Ice zu klauen. Minate, die gehen nach vorne, engagen erstmal auf Klimpermann. Tylo, währenddessen zieht ein Call of the Forge God Crimson in the back. Der Chimerin geht hier ordentlich low, aber Chimerin kann erstmal überleben. Klimpermann, der erste, der hier fällt. Der zweite könnte Crimson sein. Crimson ist auch Tylo Kingslayer. Kann ihn nochmal kurz protecten, aber das reicht nicht aus. Double Kill bereits gefallen und man will hier weiter fighten. Gold Rode, Flash nach vorne, secure diesen Double Kill, aber gibt damit das eigene Leben auf. Aber währenddessen Tore hat der Smite, Wer hat ihn? Er hat ihn und Tore kriegt diesen Dragon. Hat man hier ready, aber eben genau auf diesen Carries, die so unglaublich wichtig sind für Vinate, hat man die Zeit für die. Auf der anderen Seite, da sieht es immer noch ein bisschen mau, sag ich. Ja, das sieht so ein bisschen mau aus, während er so Tylo merkt, okay, Ice hat irgendwie mehr Base Damage, als ich wollen würde, aber trotzdem, Healing durch Kingslayer gar nicht mal so
spät. Tyloo wird hier weiter angegangen. Crimson kommt mit dazu. Stand United. Man probiert schon wieder hier zu diven. Wunderschöne Curse of the Sun, Mami. Und damit bekommt man den ersten. Aber es ist Stand jetzt zumindest ein 1-1. Red Klimpermann, der läuft, der speedet da raus. Und Old Ronin hilft ihm hier. Aber währenddessen Kimmerin auf der Mitte und gönnt sich diesen Tier 2. Dementsprechend werden wir hier wahrscheinlich Ori. Oh, wird Ohren abgebrochen. Und das wird hier wird abgebrochen. Sowas von gefightet. Eis wurde abgebrochen. Bernd, die beiden fighten gerade der Botlane. Aber hier ist das ein 4 gegen 3. Aber Crimson jetzt ebenfalls auf dem Weg. Fabiax mit dem wunderschönen 2-Mann Curse of the Sad Mummy. Crimson engaged ebenfalls. Tore Schwore geht ordentlich low. Saint United kommt mit raus. Tore Schwore überlebt das Ganze. Man kann das Ganze fighten. Kämpfer mal Tore Schwore low. Was flasht die hier noch mal? Fabiax geht hier down. Trippicke für Kimmerin. Und auch Chronix wird hier fighten. Und damit der Fight für die Ace Gaming Diamonds und der Quadra Kill für Kimmerin. Und dann diesen Drake bespielen. Für Ace Gaming Diamonds wäre es die Soul. Und Vinade würde sich weitere wichtige 5 Minuten erkämpfen. Ice springt hier erstmal nach vorne, merkt aber, die Wand, die war doch ein bisschen weiter entfernt, als ich ursprünglich dachte. Und Tyloo ist hier in einem Flank, hat den Flash zur Verfügung. Und hat natürlich auch die E zur Verfügung, wurde aber, glaube ich, sogar gespottet. Spätestens jetzt weiß man, wo er ist. Eis zündet die Bombe und Tyloo in der Backline kriegt das Stand United. Aber auch Crimson auf Kimmerin. Aber der Dämpfer ist komplett. Eis probiert hier rauszukommen. Pronix mit dem Schild. Aber auch er keine Chance zu überleben. Die Ace Gaming Diamonds bekommen diesen Dragon. Den Dragon haben sie gar nicht. Never mind. Aber bekommen diesen Teamfight. Und ich sag's so: Kimmerin hat den Featherstorm. Und Tyloo, der pizzt sich selber, weil er einfach jegliche Ultis nehmen kann. Ja, das kann man wohl so sagen. Und Vinade weiß, dass sie mit dem Rücken nicht mehr zur Wand stehen. Sie hängen noch mit einem Finger an der Klippe. Und wissen, sie müssen diesen Teamfight jetzt spielen und sie müssen ihn gewinnen. Tyloo hat the Curse of the Sad Mami, zündet diesen noch nicht, will noch in die Backline. Der Damage von Vitox ist gut. Vinade dreht dieses Stinky Marin. Lauf, Tore Schmore down. Und was für Vinade ist das? Vinade Vitox mit dem Triple Kill und der Nashor oben drauf. Meine Damen und Herren, willkommen in dieser Div 4. Und wenn diese zwei Teams schon sehen, was kann dieser Tag noch bringen? Was kann vor allem dieser Split für uns bringen? Was ist denn hier passiert? Auf einmal ein fast schon verloren gedachtes Game ist auf einmal geturnt worden. Es ist in Anführungszeichen immer noch nur eine Cloud, aber trotzdem die Diamonds, sie wollen das Ganze fighten. Tore Schmore geht jetzt sehr, sehr weiter vorne, ist die sie immun, währenddessen Eis mit dem Cloud und Torch Gott. Kimmerin ebenfalls gedockt, Tore Schmore lebt immer noch, Curse of the Sad Mami von Tyloo wird eingeflasht und hat eine ganze Menge Damage mit dabei. Aber währenddessen, ja wo ist er denn? Ja wo ist denn der Schaden? Tyloo kriegt Vitox nicht der Down und währenddessen Eis mit einer Glanzleistung und zieht jetzt Zeit, aber Kimmerin hat den Featherstorm nicht mehr zu. Kimmerin muss aufpassen, der Laser, der macht Schaden. Und man kann es nochmal überleben, aber trotzdem wieder ein besserer Trade hier für Vinade. Ja, wilde Entscheidung. Und Ice sagt sich, das jetzt zu ziehen. Tore Schmore, gut, ordentlich low. Aber meanwhile, Kimmerin mit einer ganze Menge Damage. Tyloo zieht ebenfalls den God of the Forge. Man gehört und das Ad Mami. Tyloo probiert an Vitox ranzukommen. Der Vitox mit wunderschönem Kite. Die wird ja nochmal kurz gedauert. Der Glimmermann mit der ganzen Menge Damage. Und Vitox geht down. Und war aber Pronix. Pronix ist hier noch am Start. Ice, der lebt immer noch. Ace Gaming Diamonds gewinnen diesen Fight und Pronix und Fabiox jetzt nur noch zu zweit. Wir müssen irgendwie probieren, die Sniper jetzt auch zu tragen. Old Ronin, Klimpermann und Tore Schmore gegen Fabiox und Pronix. Und der Weg geht in Richtung Nashor. Hat man diesen Schaden? Die beste Entscheidung von Ace dafür zu gehen, vor allem weil eben Pronix diesen Schaden zur Verfügung hat. Der Ace ein bisschen fehlt. Das wird so dangerous werden. Oh, Leute. But by flip it. Fabi geht mit dem Bolle-Schuss nochmal rein. Man flasht auf Pronix drauf. Aber auch er hat den Flash noch zur Verfügung. Flash nach hinten und damit kommt da hier sogar noch mal raus. Tore Schmore ist jetzt auf ihm drauf. Aber bei weitem ist das kein 2 gegen 3 mehr. Denn Crimson kommt mit dazu. Und Crimson hat Schaden. Crimson hat Tankiness. Aber der Schaden, der fehlt. Und jetzt ist es Vitox, der hier mit dabei ist. Das CP wird ebenfalls gezündet. Ice wieder mit am Start. Ice hat den Call of the Forge God. Connected ihn auf Old Ronin. Old Ronin ist down. Und der Double Kill für Vitox.
Oh, dann hat doch halt von Vinate so gut rausgesehen. Ich habe sie so ein bisschen angeteasert. Es ist von Ace so greedy, dafür zu gehen. Man hat zwar Pronix hier bekommen, aber ich bin ganz ehrlich, at what cost, nämlich jetzt Vinate, die hier am Baron stehen. Und die Frage ist, will King Marin das fighten? Ich denke, also, das will er. Er hat GA und vor allem Tylo hat doch die Call of the Forge God. Es wird jetzt hier wirklich, wirklich spannend. Tylo hat den Call of the Forge God und genau dieser wird gezündet. Der connected oh, der Baron? Auf, wunderbar. Der Baron geht an die Ace mit einem, mit Vitox, mit Kiting. Aber Vitox, das Kiting ist egal. Er ist nämlich down. Grimms mit dem Allside of Shadows connected hier nicht mehr. Kommt zwar nochmal raus, aber trotzdem auch Tylo geht hier auf die Jagd. Aber das willst nicht in dieser Hecke-Rim. Man hat noch 30 Sekunden auf Vitox und fast 30 auf Eis. Ich denke mal, das wollen sie machen. Ja, man will das Ganze zu Ende bringen. Tylo geht rein mit dem Safety Knight, hat eine ganze Menge Taken, das ist noch mit dabei. Crips geht ja ebenfalls ordentlich auf. King Marin mit den Auto-Attacks. Tylo überlebt. Fabiox geht down. Und die Ace Gaming Diamonds stehen am Nexus und nehmen ihn mit. Güte, ich bin ehrlich mit dir, Florian. Ein erstes Game, 40 Minuten, 6 Drakes, 2 Barons? Kein Elder Drake, aber mit was für einer Leistung von beiden Teams, wenn ich das auf alle Teams in D4 übertragen müsste. Wollen wir eigentlich nach diesem heutigen Tag noch leben oder wollen wir einfach gleich abgeben für morgen? Nicht die Gruppe B. So viel kann man sagen. Die Gruppe A, und zwar Artemis Esports gegen die Ghost Stallion Natives. Und beide Teams aus dieser Gruppe A haben ihr erstes Match gewonnen. Das heißt, die beiden jetzt gerade Gruppenersten, ich glaube, das kann man nach dem ersten von 6 Games noch nicht sagen, haben hier sozusagen ihren ersten Sieg mitbekommen. Das heißt, wenn wir sich hier natürlich die Gruppenspitze holen, Seraphine, Syndra Botlane, also Syndra Seraphine, und jetzt docken die einen Taric an. Also ich sag's mal so, Ghost Stallion, die wollen lange Teamfights und ich bin ehrlich mit dir, das ist gerade gar nicht so schlecht für sie, denn Artemis bis auf den Ryze und vielleicht durch den Varus ein bisschen spielen, auch sehr darauf aus, Picks zu machen. Und ich sag's mal so, da hat die Conference Stallions ein bisschen was dagegen, wenn man das sich so anschaut. Ja, wir haben den Cyclops Abbruch, wir haben natürlich die Möglichkeit, über Seraphine Tarics Teamfights zu spielen, die länger gehen als wahrscheinlich das Game von Vinate gegen Ace gerade. Und das war schon sehr lange. Wir sind drinnen, beziehungsweise wir können diese wunderbare Kamerafahrt begutachten, während wir reinspringen ins zweite Game des heutigen Tages. Und nein, es ist nicht Vinate gegen Ace, nein, es ist der Artemis Esports gegen Ghost Stallion Natives. Ja, und herzlich willkommen, wir sind Ghost Stallion, wir haben eine Teamfight Comp. Wir gehen zusammen in Vaden, oder zumindest Richtung Bot in den Bushwarden. Der Lee Sin hat ihn, glaube ich, ja, der hat ihn gespottet, Parso hier mit dem letzten Tick of Vision müsste ihn hier gerade gespottet haben. Ja? Ja, sollte er. Ja, hat er definitiv. Denn Parse ebenfalls mit dabei. Kiyomaru flasht ja aggressiv und rake dadurch down. Kiyomaru mit dem First Blood. Und es ist Minute 8, der 20. Herit in der Theorie angekommen. Aber währenddessen Thompson auf der Botlane. Secured hier ebenfalls den Kill. Man will hier Dieven Dive sogar noch spielen. Nikto bekommt den Kill. Und die Dame mit dem 2v2 auf der Botlane einen Double Kill geholt. Ansonsten ist auf der Map wirklich eigentlich noch gar nichts passiert. Der hittet, aber das wird hier nur so ein kleiner Trade. Aber trotzdem, komm, muss aufpassen. Oh, Rake flasht da vorne. Und da sehen wir diese Stärke von Twisted Fate und Lee Sin. Rake mit dem Kill auf der Mitte. Und Koa hatte weder Flash noch sein Glanz. Da, aber auch der Wukong nähert sich. Kimaru aber noch ein bisschen weiter fährt. Oh, Gostelle, passt auf! Ja, und Parsi mit dem wunderschönen Workshop into Dragon's Rage. Matt überlebt hier relativ lang, aber bei weitem nicht lange genug. Bilum flasht hier nochmal raus. Sonic Wave connected nicht auf ihn. Dadurch kann er zumindest mal kurzzeitig überleben. Kimaru mit dabei. Nikto geht der Down. Parsu kommt nochmal raus, aber trotzdem hier wieder ein besserer Trade für Artemis Esports. Es ist eine Mountain Soul, bedeutet Tankiness. Nochmal eine ganz, ganz große Sache. Hexacore wird hier mit wieder angegangen, wird hier einfach nur down gekloppt. Na, keine Chance hier zu überleben. Rake wird es ebenfalls angegangen. Destiny steht nicht zur Verfügung, aber kommt hier trotzdem nochmal raus. Und Bizeps Bärbel probiert hier mit dem eigenen Flash nochmal eine Kill mit zu forcen, aber das Ganze funktioniert nicht und Rake überlebt. Ja, Rain hat die eigene Ulti mit dem Realm Warp noch zur Verfügung, aber solange nicht beide Knockups durch sind, kann er das nicht ziehen. Flash nochmal zur Seite, durch die Destiny kommt Rayak mit dazu und secured sich selbst den Kill. Dass eben Thompson nicht in Bedrängnis kommt und jetzt hat man hier Lust auf Exacore. Die Frage ist, kann er das überlegen? Kriegt Rain den Point, kriegt er dann durch? Wir sehen hier diese Combo der beiden.
Mercs sind hier aber gut. Die Frage ist, wie kommt der Gang von Kiyomaru jetzt durch? Alle Ultis sind zur Verfügung. Kiyomaru geht hier schon mal rein. Zwei Mann Cyclone into zwei Mann Anchor. Destiny wird hier noch mal kurz genutzt. Aber Exarchor mit einem insanen Scanner der Weak und einem Plan für währenddessen Pasu mit dabei und sorgt hier für den dritten Kill. Und Botten bekommt man diesen Turret, ja. Aber man bekommt nur in Anführungszeichen einen Kill. Du musst jetzt sogar aufpassen. Rain in der TV hat den Rain Mob zur Verfügung. Der Dragon wird gestartet. Nikto kann noch mal überleben. Und Rake fischt ein bisschen. Kommt das DP. Biceps Bärbel will mit fighten. Hat den Call of the Forge God auch zur Verfügung. Biolum wurde ein bisschen angegangen. Hat die Cosmic Radiance allerdings noch zur Verfügung. Bedeutet, er kann hier dafür sorgen, dass man erstmal unsterblich wird. Genau diese wird hier auch genutzt. Der Dragon auf 3 HP. Biolum probiert zu zaunen. Der Dragon geht der Kiyomaru. Aber wie sieht's denn mit dem Fight aus? Wunderschönes Braumschild. Damit kann hier schon mal nichts connecten. Und jetzt ist Biceps Bärbel, der allein in 4 Mann steht, während sich Kiyomaru mit Gomsen ein bisschen prüder. Biceps Bärbel kommt hier sogar noch raus. Okay, kommt jetzt Gomsen. Und Kiyomaru bekommt hier diesen Kill und Rake. Flash hinterher, die Gold Card, die connected. Aber mein Freund, bist du dir sicher, das ist ein Wukong? Und dieser Wukong, der hat Schaden. Aber vor allem hat er Mobilität und kommt hier mit seiner E sowie mit seiner W ohne weitere Probleme raus. Und damit GST mit einem insanen Fight. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das Item war legit dead. Es wurde einfach nicht gekauft. Mal gucken, wie jetzt dieser Team verdammt erstmal ablaufen würde. Bilum geht ja ordentlich low mit der Cosmic Radiance. Überlebt man das Ganze noch mal relativ gut. Der Taric ist einfach viel zu tanky. Aber auch irgendwann fällt die stärkste Mauer. Und was kann man besser machen, als sich ein bisschen anzubieten? Na, du musst sagen, oh, hier ist Wukong. Jetzt vielleicht ein Team weiter geht's. Oh, schöner Zwei-Mann-Technik. So wie Thomas müssen jetzt raus. Flashen Kiyomaru kommt ebenfalls noch mal kurz mit raus. Cyclone wieder gesünder. Thompson ist down. Parzu meanwhile kloppt hier auf Exarchor, wunderschöne Flashkin und meanwhile Kiyomaru kriegt die wieder ordentlich eins auf den Döds und Parse jetzt auf Matze in der Backline. Hat ebenfalls eine ganze Menge Damage hier nochmal mit dabei mit dem Godric. Hier ist sie nochmal hoch. Bilob ebenfalls gefallen und GST hat keine Chance gegen Artemis Esports, die diesen Teamfight dominieren. Rain überläuft die Gegner und die TPs kommen in die Backline, beziehungsweise das TP der Inne wird genommen und das kann das Game gewesen sein. Nein, das wird das Game gewesen sein. Das ist halt schon lustig, wenn du eigentlich sagst, du einfach Costellin hast du ewig lange Teamfights und auf einmal kommt ein Arceus und sagt, ne Edge Badge, ihr habt nicht genug DPS und der DPS hat Costellin hier extremst gefehlt und somit kriegt man hier, ich glaube der Ormuder Executor, deswegen wurde uns das gerade gezeigt, kriegst du hier auf einmal einen Teamfight und dieser Teamfight kam so explosiv, ne? Wir haben es so angesprochen, der Teamfight muss kommen und Arceus sagt sich so, okay Leute, wir werden engaged, aber es interessiert uns nicht die Bohne und holen uns hier diesen zweiten Sieg und somit, sage ich mal, die alleinige Gruppenführung. Ja, das war eine sehr, 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 sehr starke Leistung, die wir hier gerade von Artemis Esports gesehen haben. Draft? Ja, mir wurde gesagt, wir können schon live gehen, aber wir müssen noch einen Ticken warten. Also Draft sieht sie noch ein kleines bisschen, wird noch ein bisschen rumgefuchst, dass das Ganze dann letztendlich auch wunderbar funktioniert, genauso wie wir es wollen. Ha, never mind, ich habe natürlich nur gejoked. Wir springen nämlich rein in den Draft zwischen Artemis, zwischen Ace Gaming Diamonds, PSO Solaris, Pessau. Du hast auf beiden Teamfights die Möglichkeit, die wirklich gute Möglichkeiten zu fighten. Was ich so ein bisschen bei Ace hier, was mir eigentlich sehr gut gefällt, ist, du kannst wirklich auf Seite Klimper mit dem Kassante, mit dem All-Out, mit der Ulti, mit allen der Team-Member von SLR einfach mal kurz mitnehmen und aus dem Fight raus isolieren. Das heißt für Ace natürlich ein 4 gegen 4 immer noch, aber dennoch die Möglichkeit, wenn auf einmal der Udyr oder sei es vielleicht sogar einer der Healer weg ist, dementsprechend den Fight ganz anders zu spielen. Doris Schmore hier mit der unglaublich wichtigen Aufgabe zu flanken mit der Ulti, zu pressure mit der Ulti, zu sorgen mit der Ulti und vor allem mit den Saplings in den Büschen zu arbeiten. Denn wie gesagt, dieses AP-Bild, was es gibt. Das Schöne ist, wir springen jetzt erstmal rein. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Wir springen nämlich rein ins Game zwischen PSV Solaris Dessau und den Ace Gaming Diamonds. Ja, und rennt hier erstmal in Richtung Bottlane. Der Flash steht zur Verfügung. Muss überhaupt genutzt werden, ist die große Frage. Ja, man flasht hier rein, aber Genu ohne irgendeine Chance, das zu überleben. Tore Schmore mit dem First Blood.
bekommt. Das heißt, hier für die Maokai wird es ein bisschen ärgerlich, weil was soll er denn tun? Ja, hallo da! Tore? Und Tore Schmore wird gefunden und Seppi. Nein, ich bringe den Witz nicht schon wieder. Kann sich ja ebenfalls noch die Raptoren mitnehmen, aber auch Old Ronin sowie Gamarin, beide mit dazu geroamt. Taito von der Mitte mit am Start. Gravity Field connected, wunderbar. Ignite mit drauf, Seppi down, Gamarin mit einem Kill. Credit aber, die SK mit Diamond sagen sich trotz alledem, sie wollen das Ganze hier contesten. Und SLR weiß, das wird gefährlich, aber ihn geflasht ist Arcor. Genu bekommt hier den ersten Kill. Aber Chimerin mit wunderschönem Kite, wie währenddessen ist der Beta Showstealer und im darauf folgenden Corner of the Forge. Scott hier ebenfalls mit dabei. Tylo steppt hier nochmal in die Double E von Ensman und damit ein guter Fight für SLR. Und den willst du natürlich im Normalfall immer auf die Soraka anbringen, denn anderweitig wirst du hier das Ganze nicht anbringen, aber jetzt ist es erstmal Nature's Grass, welches hier gezündet wird. Ensman wird hier auch gehittet, man geht unter den Turret, aber Wish von Soraka einfach zu stark. Ensman kann das Ganze dadurch überleben, aber Genu will hier weiter fighten. Chain of Corruption steht nicht mehr zur Verfügung. Old Rony geht trotzdem ordentlich low, genauso wie Chimerin. Mux hat Anker und hat gleich auch wieder Flash zur Verfügung, connected hier, aber nur von Rony, währenddessen Mux trotz alledem mit dem Kill, aber auch Chimerin kann sie den ersten einverleiben. Dore Shimore jetzt auf dem Weg nach Hause, aber sogar Xeppi wäre dazu gekommen. Genu nimmt ihn hier noch einmal mit und damit ein besserer Trade für PSV Solaris. Und das war ein Anker, das ist es. Ja, und Tylo hat nun mal keinen Flash und keine Möglichkeit, hier irgendwie den CC zu klätzen. Tylo probiert noch Mux mitzunehmen, aber Mux ist es hier, der hier Tylo bekommt. Und damit bekommst du eben diesen Kill. Aber auch Botten Chimerin wird angegangen, Chain of Corruption wird schön geklänzt. Und damit überlebst du zumindest erstmal, denn Xeppi ist jetzt hier auf dem Weg in Richtung Bot. Chimerin hat die Ultimate, den Featherstorm, immer noch zur Verfügung. Und Tore Schmore ebenfalls auch den Weg hier mit dazu. Featherstorm wurde auch gezündet. Man kriegt den Root aber erstmal zumindest nicht durchgehen. Und so wie Ensman müssen beide rausfischen. Xeppi kriegt schon mal einen Heal mit raus. Wisch ebenfalls mit am Start. Xeppi hier so hoch gehealt. Was ist denn Soraka? Tore Schmore down und Genu still alive. Shutdown für ihn und der Triple Kill für Solaris. Zu sagen, oh, Genu. Genu, 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 Genu
sind ausverkauft. Face-Check weiß ich nicht. Auch ausverkauft ist Division. Xappy wird hier ordentlich angegangen, aber mit einer Sorakia machen kannst du das Ganze ohne allzu große Probleme gut fighten. Nature's Grab kommt hier mit raus. Diamonds wollen das fighten. Encore dieses Mal nicht perfekt. Geno wird von Teil angegangen, aber Ace ist einfach daneben und hielt den absolut nach oben. Und jetzt ist Klimpermann auf Geno drauf. Hat den Schaden selber, aber nicht mehr so tanky unterwegs. Geno wird dann nochmal zu sehen, während das Gimmerin ist auf Mux drauf. Vielleicht nach vorne bekommt ihr nochmal den Kick. Xappy allerdings ebenfalls mit am Start. Und Showstealer mit dem Call of the Forge God. Old Ronin und Torische Ohren probieren hier zu überleben. Aber das fehlende Anti- bzw. die absolute Tankiness von PSV Solaris carried hier jeden Fight. Wir könnten mal kurz auf die Goldanzeige bekommen. Ich glaube, das wäre hier sogar wichtiger. Ich muss gucken. Oh, warte mal. Erst die Chain of Corruption connected hier und Torische Ohren ist down. Und Xappy will das Ganze noch nicht enden lassen. Rennt hier Old Ronin und Gimmerin hinterher. Allerdings können die beiden erstmal noch disengagen. Kommt, Tylo, oh, your base. Tylo wird abgebrochen, weil er in der Vision war. Geht hier down, wird geburstet. Aber währenddessen, by the way, Klimpermann, der steht am Nexus. Der nimmt sich hier gerade die Türmchen mit. Und währenddessen Gimmerin und Old Ronin, by the way, nehmen sich hier ebenfalls nochmal kurz den Dragon. Und Klimpermann, der kennt kein Ende, nimmt sich hier den ersten Nexus zum Dash raus. Kriegt damit nochmal Shit und überlebt das Ganze. Oh no, also das ist ja so, oh, Gimmerin ist da. Oh mein Gott, Gimmerin ist hier mit dabei. Arco connected, ausschließt sich auf Old Ronin. Gimmerin geht mit dem Featherstorm aggressiv. Der Nash habe gefallen, aber man muss respektieren, dass die restlichen Member ebenfalls auf dem Weg mit dabei sind. Joe's hier probiert nochmal nach vorne zu kommen. Genauso wie Ensman. Die beiden haben natürlich Tankiness und Healing und Gimmerin kann dagegen nicht allzu viel unternehmen. Kann aber erstmal zumindest rauslaufen. Aber Joe's hier flasht nochmal hinterher. Die Q connected nicht. Gimmerin ist jetzt hier im 1 gegen 2. Da kommt Klimpermann ebenfalls nochmal mit dazu. Kann hier nochmal dafür sorgen, dass Cappy weg ist. Wunderschön. Gimmerin flasht weg, aber der Kill fällt. Klimpermann jetzt im 1 gegen 4 und dasht durch die Gegend. Hielt sich nochmal hoch, steht alleine und bleibt alleine. Man hat diesen Baron gerade noch und den will zu nutzen. Bisher hast du davon fast nichts bekommen und dieser mit den Tier 3, der wird fein, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Genauso wie in der Frage ist, will man mehr? Will man auf Seiten von PSV Solaris noch mehr Call of the Forge God wird gezündet, connected hier nur auf Old Ronin, weil Teil des ganzen Flash muss, wird es allerdings hier nochmal gehittet von Arco, kriegt nochmal ein paar Schäden mit ab, geht in die Stopwatch, aber der Damage von Gino, der ist gut, aber reicht das Ganze aus, währenddessen Teil ist hier down, der Rampe killt für Xappy, aber Klimpermann ist ebenfalls mit dabei, Kimeri kann eine ganze Menge Autodecke, Xappy kriegt überlebt das Ganze, wunderbar, Karen kann hier nicht angegangen werden und kriegt ebenfalls eine ganze Menge Damage durch. Showstealer ist gefallen, aber Geno ist hier noch alive und hat seine Sorake bei sich. Kimmerin kann hier die Autodecks setzen. Happy probiert hier irgendwie ranzukommen, aber Happy kann halt einfach nichts machen. Läuft da vorne, kriegt den Damage ab. Nächste Mal ein 3Q von Odeonin. Klärt hier die Wave mal wieder. Klimpermann probiert zu verteidigen. Featherstorm kommt raus. Kimmerin probiert hier irgendwie die Wave zu klären. Und man schafft es tatsächlich. Irgendwie bleibt das Ganze hier leben und PSV Solaris kann das Game noch nicht beenden. Elo, sowie Torischmore, gerade beide auf der Top-Lane unterwegs. Aber Kimmerin und Old Ronin werden hier angegangen. Die Karma muss rausflashen. Xappy rennt hier weiter hinterher, aber eine Karma hinterher zu kommen, gar nicht mal so leicht. Jetzt ist man mit dran. Xappy kriegt ein paar Autodecks mit dabei, aber Kimmerin weiß, er muss hier laufen, währenddessen Klimmermann und Tylo beide wieder mal im Split-Push. Aber Tylo, er nimmt sich diesen Tier 3 und macht das jetzt nicht zu Base Race. Das kannst du doch nicht machen. Mux alleine in der Base. Und wir sehen bereits den nächsten Backpot. Showstealer kommt ebenfalls mit dazu. Man flasht die Seraphina. Die Seraphina wird angegangen. Mux geht auch nicht noch. Mux kriegt den Schaden ab. Aber Mux mit dem schönen Anker ist jetzt down. Die Base Backpots, die kommen. Klimpermann, was ein Damage an diesem Turm. Geno jetzt ebenfalls mit dabei. Probiert das Ganze zu verteidigen. Währenddessen gehen wir in einem 1 gegen 1 gegen Xappy. Und beide Teams disengagen schon wieder. Diesen Baron anzuspielen. Oh, Showstealer hat abgebrochen. Oh, Showstealer will fighten. Call of the Forge God kommt raus. Old Ronin wird angegangen. Geht ja ordentlich. Ich glaube, im Dreading Virtue ist er relativ tank unterwegs. Gimmerin. Währenddessen hat er ganze Menge Autodex mit dabei. Währenddessen Dylos in der Basis. Gimmerin zieht den Featherstorm. Kann damit relativ lange übernehmen. Aber trotzdem, Zappi ist einfach absolut tanky. Jetzt kommt er erstmal mit dazu. Probiert nochmal die Healings anzubringen. Aber das Ganze funktioniert nicht. Währenddessen Dylos in der Base. Kloppt hier auf die Szene bei. Wir sehen, dass der B, das in die Base kommt. Was für Base Race. Mux ist schon wieder am Start. Aber Klimmermann will weiter fighten. Der geht hier nach vorne. Haut auf Endpuppe drauf. Und wenn
nicht sogar gewählt, wäre dazu wichtig, also wäre das im Matrix-Fight noch gesprochen, kommt jetzt hiermit dazu, Teil of Fighten, Gelo bekommt ihn aber down und schon wieder ist man zu weit vorne, der nächste Nexus-Turm ist down, aber der Nexus liegt jetzt offen. Würdest du erst der unglaublich schwer zu fallen. Oh, Chimaren. Chimaren muss halten. So, so wichtig. Aber jetzt kann Chimaren angegangen werden. Oh, ah, connected aber nicht. Und die Ultimates, die sind geflogen. Teil um ihn mal. Hat die Bottom mit reingekommen. Klippermann. Einfach in der Backline. Währenddessen hat er eine ganze Menge Damage. Teilo hat die Chance für den Backdoor. Reicht das Ganze aus. Der macht es. Teilo mit dem Schaden. Und Teilo mit dem Nexus. Der ist Garrick Diamonds. Gewinnen diese Schlammschlacht am Spiel!